Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Evoland 2. Ich bin Lilcombus Brain oder einfach nur Janik und wir spielen jetzt hier mal ein Ründchen weiter. Denn wir sind das letzte Mal stehen geblieben und haben noch eine Menge vor uns. Zum einen nämlich zum Beispiel die Katapulte, denn die sind ja auch vielleicht noch sehr, sehr wichtig im Kampf zu besiegen, bevor man zum Endboss geht, damit das nicht zu schwierig wird. Nun gut, Leutnant, was macht Dalkins Armee hier? Könnten Sie womöglich entdeckt haben, dass dies der Ort ist, an dem wir unsere Katapulte bauen? Zerbrecht euch nicht euren hübschen kleinen Kopf, mein Herr. You gay? Pro-Homo, keine Angst. Sie werden nicht weit kommen. Wollt ihr damit sagen, ihr habt einen richtigen Plan? Gewiss, mein Herr. Ich habe unsere Truppen an verschiedenen strategischen Orten stationiert. Das wird den Feind überraschen. Ausgezeichnet. Damit und mit dem Fluch, mit dem ich den Wald belegt habe, wird uns der Sieg gewiss sein. Ein Fluch, mein Herr? Dank ihm wird sich niemand mehr im Wald zurechtfinden. Unsere Feinde dürften sich bereits jetzt im Wald verirrt haben. Dann müssen wir nur noch unsere Truppen befehlen, sie unter ihren Absätzen zu zermalmen. Apropos, wo sind denn genau unsere Truppen hin? Nun ja, mir fällt da gerade ein, mein Herr, dass ich sie womöglich in den Wald geschickt habe. Das ist eine Katastrophe. Es scheint so, als wäre uns da ein klitzekleiner Fehler unterlaufen. Ich werde den Zauber sofort bannen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Finite incatenum confudo. Wow. Finite confudo. Oh. Wir kriegen das erste Mal zu tun mit Reitern. Okay, das sollte reichen. Holt unsere Truppen da raus und werdet diese aufdringlichen Narren los. Zu Befehl, mein Herr. Okay, dann wollen wir mal, würde ich sagen. Brain, Dalkin, Diana, wo seid ihr denn? Oh, jetzt sind wir getrennt. Das ist sehr interessant. Scheinbar wurden wir getrennt. Oh, ist das eklig. Lord Dalkin und ich sind hier. Leider scheinen unsere Truppen noch immer im Wald verschollen zu sein. Versuchen wir uns zu treffen. Bleibt wachsam. Oh, fuck. Okay, das wird hart. Mir fehlt einer. Mir fehlt ein. Original einer. Wow. Danke. Okay, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man hier am einfachsten vorgeht. Ich gehe jetzt einfach mal vor, dass ich halt voll vorpresche. Irgendwie. Wie gesagt, unser Bogenschütze ist halt echt ganz schön krass. Das ist recht awesome. Boah. Ich werde jetzt halt auch eigentlich nicht so viel Schaden kassieren. Warte. Indem ich jetzt irgendwie doof vorrenne. Das wäre halt auch voll Banane. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal mit den beiden auf jeden Fall stürmen. Mit ihr werde ich auch stürmen. Und mit ihm werde ich natürlich mal wieder sie beschützen. Wie das ein guter alter Dalkin macht. Ich wünschte, ich könnte das irgendwie... Arschloch. Die Katapulte werden stärker. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay. Ich muss irgendwie Diana zu Dalkin bringen. Wenn ich das nicht hinkriege, habe ich ein riesiges Problem. Und ich muss die anderen auch irgendwie da hinkriegen. Boah, Mutter Gottes. Das wird super schwierig. Das könnte vielleicht sogar echt der erste Fight sein, den wir nicht schaffen. Weil ich habe hier halt gerade keine richtige Taktik. Das ist einfach gerade Premium schwer. Oh, Scheibenkleister. 60 hat der. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir versuchen unser Glück. Oh, ey. Hier muss jeder halt jetzt gerade irgendwo ganz alleine für sich kämpfen und... Oh, das ist gar nicht mal so gut. Nicht schlecht. Nein! Er ist gefallen. Im Kriege. Der hat noch einen. Der hat noch 40. Vielleicht schaffen wir es, dass wir den umnocken. Jawoll! Das ist awesome. Das war gut. Das war sehr gut. Schlitzer! Schwing! Das muss schon ein bisschen gezwirbelt haben. Können wir den nicht hier positionieren und dann angreifen? Jawoll! Nice, dann haben wir einen Reiter, was auch immer... Auf jeden Fall schon komplett aus dem Leben gehauen. Hieb. Bumm. Der ist auch weg. Okay, wir
prügeln uns langsam mit unseren ganzen Truppen hier voran. Das ist ganz gut. So, und Dalkin... ja? Dalkin, du bist einfach da. Sagen wir es einfach mal so. Okay. Ja, ihr merkt, wir haben auf jeden Fall in Evoland noch eine Menge vor uns. Wir haben noch, glaube ich, 3 Flaggen. Wir haben die Katapulte, wir haben die Dämonen, wir haben den Endkampf hier. Das ist schon eine echt große Menge, was wir noch vor uns haben. Und ich finde ja solche kleinen Spielinhalte wie dieses Fire Emblem-Ding hier jetzt echt cool. Aber ich muss auch echt wieder zugeben, dass ich finde, dass das ein bisschen too much ist jetzt langsam. Also es ist anfangs dann natürlich immer echt super cool, weil das ist plötzlich was anderes. Aber... Oh. Die haben das halt irgendwo in Evoland 1 besser gemacht, weil da haben die das nicht so ausgelünscht, jedes Einzelne. Da kam jedes immer so ein bisschen und das war auch super awesome. Aber wenn das jetzt so völlig ausgemerzt wird, dann ist das echt manchmal zu viel. Ich geb's offen zu. Mach mich stolz. Sehr guter Bogenschütze. Bin froh. So. Das war super dumm, was ich gemacht habe, weil sie hätte von viel weiter weg angreifen können. Das war so doof. Da, damn, war das doof. Shit. Das war echt katastrophal doof. Konnte sie nicht auch aus der Ferne angreifen? Jein. Naja, sie kann aber halt hier hingehen, damit Dorkin gleich wenigstens vorbeilaufen kann. Schwing. 107! Mutter Maria! Also das war jetzt schon eine Nummer. So, Dorkin, du darfst auch mal einmal dein Bestes zeigen. Okay, wir merzen die Gegner langsam aus und das klappt auch einigermaßen. Ich muss halt echt aufpassen auf mich, also auf Brain. Und vielleicht auch auf Max. Scheiße. Ich muss irgendwie mit Diana mich heilen. Und zwar schnellstens. Fuck. Danke sehr. Sehr, sehr guter Schlag. Den brauchten wir auch, ehrlich gesagt. Den brauchten wir unbedingt. Scheiße, ich werde mit ihr nicht da hochkommen, um ihn zu heilen. Wenn wir nicht hochkommen, ihn zu heilen, dann müssen wir halt helfen, ihn zu töten. Wir machen es auf die safe Variante. Jetzt hat er nämlich nur noch 13 und 13 schaffen wir mit Brain hundertprozentig. Okay. Flieg du mal weg. Tschüss. Nice, auch gleich getötet. Okay, okay, okay. Dinge laufen gerade sehr gut zu unseren Gunsten. Sehr, sehr sogar. Das macht mich sehr froh. Ich muss irgendwie halt echt noch... Gott, ist das knapp. Da sind noch 2 Katapulte, ich Assi! Die Katapulte werden uns, glaube ich, töten. Ich glaub's halt echt. Oh Gott, Katapulte, geht bitte nicht auf... Nein! Nein, mit einem! Nein! Nein! Seht ihr, und jetzt bin ich ehrlich gesagt an einem Punkt angelangt, wo ich mir jetzt gedacht habe, komm, ich hab's fast geschafft und jetzt muss ich alles nochmal von vorne machen. Und... Fuck, hab ich da gerade keinen Bock zu. Ich bin super ehrlich mit euch. Ich bin immer ehrlich mit euch, wenn ich sowas sage. Und heilige Scheiße, hab ich gerade gar keinen Bock, das hier zu machen. Fuck. Wow. Ihr könnt mir gerne mal Tipps und Ratschläge in die Kommentare schreiben, damit ich beim nächsten Mal vielleicht etwas besser mache. I don't know. Vielleicht sollte ich diese ganzen Flaggenkämpfe sogar außerhalb des Spiels, außerhalb der Aufnahme machen, dass ihr jetzt als nächstes erstmal den Kampf gegen den Endboss seht, weil irgendwie ist das ja auch... Ehrlich gesagt langweilig. Finde ich zumindest. Es gibt viele Fans von euch da draußen, die das auch irgendwie mögen, aber ich finde das halt pervers langweilig. Schreibt mir eure Meinung mal in die Kommentare. Je nachdem, was ihr jetzt dazu sagt, deswegen ist es auch wichtig, dass gerade du einen Kommentar schreibst. Auch wenn du nicht immer Kommentare schreibst, jetzt ist es sehr, sehr wichtig. Denn deine Entscheidung hängt jetzt davon ab, was wir jetzt hier genau weitermachen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Part wieder. Bis dann, euer Brain. Tüdelü mit Ü. Kaprrr.